Für 2016 glaube ich oder gehe ich fest davon aus, dass wir auch Frau Dr. Schüssler, sofern sie denn möchte, noch unter Vertrag haben. Wir haben insgesamt im öffentlichen Gesundheitsdienst einen großen Bedarf an Ärztinnen und Ärzten. Wir sind unterausgestattet, deshalb ist jetzt mein Bestreben, auch neues Personal zu finden. Aber in bestimmten Fachdisziplinen bekommen wir einfach keine Ärzte mehr. Beispiel im Bereich der Hygienemedizin suchen wir seit langer Zeit einen Arzt oder eine Ärztin und haben jetzt das erste Mal einen Headhunter beauftragt, der für uns ein entsprechendes Angebot besorgt, weil wir selber über den klassischen Weg der Ausschreibung, Zeitungsanzeigen, auch bundesweit in den Fachblättern der Ärzteschaft keinen Erfolg haben. Und das ist ein weiteres Problem, weil alle Bezirke suchen derzeit Personal, ärztliches Personal.